Eine seltsame Prozession bewegt sich durch die Felder am Südrand des Erzgebirges. Vor 50 Jahren hatte hier im Norden der heutigen Tschechischen Republik der Krieg getobt. Seine Reste liegen noch tief in den Feldern vergraben. Karel Novák und seine Freunde sind Reliquienjäger aus einer nahegelegenen Industriestadt. Der Frost kann die Schatzsucher nicht bremsen. Die Männer graben nach abgeschossenen Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Novák und seine Truppe hat die Leidenschaft gepackt. Sie forschen nach Zeitzeugen, kundschaften in den Wäldern des Erzgebirges Flugzeuge und Waffen aus und suchen nach Wrackteilen. Hier hat es vor 50 Jahren Bomben und Flugzeugteile geregnet, weil eine große deutsche Benzinfabrik unter starkem Beschuss der alliierten Luftwaffe lag. Die Männer leben in den grauen Plattenbausiedlungen der Industriestadt Most und sie träumen von romantischen Abenteuern. Manche Sozialbauwohnung hinter diesen grauen Betonmauern birgt waffenstarrende Gruselkammern des Zweiten Weltkriegs. Sechster Stock, 3x4 Quadratmeter in klassisch schöner Platte mit Liften wie senkrechten Särgen. Haben Sie das heute Morgen gefunden? Ich hatte mir Urlaub genommen und wir sind in den Wald. Dort findet man noch Dinge, welche die deutschen Soldaten bei der Flucht weggeworfen haben. Das hier ist hier eine Pistole vom Typ Parabol. Mein Kollege fand eine zweite dazu. Und dann fand ich auch noch diese italienische Beretta, welche die Deutschen auch einsetzten. Und schließlich diese Erkennungsmarke eines SS-Mannes von den Panzerverfügungstruppen. Das neue Fundstück wird sogleich mit den Freunden begutachtet. Im Alltag sind sie Bergleute, Beamte oder Rentner. Seit 10 Jahren opfern sie ihrer Leidenschaft jede freie Stunde. In der Ära des Kommunismus war ihr Hobby tabu. Ami- und Nazi-Waffen durfte keiner sammeln. Sie hatten dennoch schon damals heimlich gebuddelt und kamen sich dabei wie Partisanen vor. Nach der Wende im Osten kam auch die Befreiung der Sammelleidenschaft. Karel Novák gründete 1990 das Nordtschechische Flugzeugarchiv. Insgesamt haben wir ca. 40 amerikanische, englische und deutsche Flugzeuge ausgegraben. Sowas kann man auch heute noch mit Hilfe eines Detektors hier in den Feldern an der Absturzstelle finden. Wenn man zum Beispiel diese Patrone aufbricht und das Schießpulver auskippt, dann brennt es auch nach 54 Jahren noch wunderbar. Der Friedhof einer nahegelegenen Kleinstadt. Mittendrin das Grab für abgeschossene amerikanische Piloten. Ihr Bomber war in eine Bergwerksanlage gestürzt und hatte dabei Freund und Feind zerschmettert. Walter Smekal ist Rentner. Er war damals selber Pilot, aber ein Deutscher. Ein Feind war er und hatte sogar zwei amerikanische Mustangjäger abgeschossen. Walter Smekal hat sich Novaks Gruppe angeschlossen, damit er nach abgestürzten Kameraden suchen kann. Wollten Sie Pilot werden? Ich wollte nie zu den Fliegern, ich mag das Fliegen nicht. Ich habe wohl schon zu viele Piloten aus der Erde herausgeholt. Was ist mit Ihnen? Ich war nicht beim Militär und jetzt hole ich es wohl nach. Ich war natürlich beim Militär, ich war sogar Panzerkommandant. Als Junge habe ich Briefmarken gesammelt. Als Lehrling war ich an Waffen interessiert. Als Maschinenschlosser habe ich selbst Waffen repariert und Bajonette gesammelt.
Beim Militär war ich dann Panzerfahrer, aber Flugzeuge haben mich am meisten fasziniert. Früher war Novak bei der Kripo, spürte Schmuggler auf und spielte schon damals mit Waffen, ganz legal. Seit 20 Jahren arbeitet er am Theater. Vor 7 Jahren wurde er Leiter dieser Kinderbühne. Heute ist Niklaustag und Novak feiert mit, ganz friedlich. Auch im Ausstattungslager des Theaters kann Karel Novák seiner Sammelleidenschaft nachgehen. Früher huldigte er der Roten Fahne. Nur der Karriere wegen, sagt er. Aber Novák war sicher ein guter Kommunist. Als er nach der Wende begann, amerikanische Soldaten zu suchen, war es auch für ihn ein Frontwechsel. Herr Novák, gehört das alte Eisen zu Ihrem Theater? Wir haben dieses Stück in den Bergen gefunden. Das ist ein US-Tankverschluss. Das sind Bomber, die unsere Raffinerie bombardiert und Ziele in Deutschland zerstört haben. Waren die Betriebe hier strategisch wichtig? Unsere Gegend war eines der am meisten getroffenen Bomberziele. Ein tschechischer Journalist hat im sommerlichen Hochgebirge mitgefilmt. Jetzt kam die Kassette mit der Post. Stolz zeigt Novák seiner Frau den Fund einer deutschen Junkers. Das ist im Riesengebirge. Das war eine außergewöhnliche Aktion. So einen Flieger in diesem Zustand gibt es nicht wieder. Aber wir konnten das Flugzeug zuerst nicht finden. Wir sind 6 Stunden lang umhergeirrt. Dann lag die Junkers endlich vor uns. Da hast du dich aber gefreut, mein Kleiner, was? Wie ein Kind hat er sich gefreut. Na siehst du, schau, das sind die ersten Teile. Was fasziniert Ihren Mann an dieser Sache? Das ist eine schreckliche Schufterei. Ich hasse Waffen. Waffen sind nicht mein Hobby. Die Männer sind kindisch und verrückt. Schau mal, wie sich mein Kleiner freut. Nur lagern Sie eigentlich die Flugzeugteile? Wir sammeln und sammeln. Die stellen das auf den Balkon, stopfen die Garage voll und auch im Theater ist was. Männer sind eben Verrückte. Novák ist nicht dumm, nur ein Mann. Und Novák mag echte Männer. Ich glaube, dass jedem richtigen Mann, der romantisch ist, das Herz vor Begeisterung hüpft, wenn er einen Panzer sieht. Das hier ist ein 2-Sterne-Motor vom deutschen Jäger FW-190, der unter der Erde lag. Wir fanden auch Reste des Piloten. Leider haben wir ihn noch nicht identifiziert. Aber das bleibt nur eine Frage der Zeit, bis wir seinen Namen und Dienstgrad herausgefunden haben. Stammt die Uniformjacke in Ihrem Zimmer aus dieser Ausgrabung? Ja, die gehören zusammen. Ich kann mich gut in einen Goldgräber hineinfühlen. Der hat bestimmt das gleiche Gefühl wie ich. Das ist ein Browning-Maschinengewehr und stammt aus einer ausgegrabenen amerikanischen Lightning. Das Flugzeug hatte 4 MGs und eine Kanone. Wo lag das? Das lag 5 Meter tief. Haben wir erfolgreich ausgegraben. Manchmal finden wir auch Knochen von der Besatzung. Diese Schädeldicke stammt von einem Amerikaner, ein gewisser Wilson, der hier in seiner Mustang starb.
Der Leutnant starb gleich bei seinem ersten Einsatz, der Arme. Er war erst 18 Jahre alt. Ich habe hier sein Foto. Haben wir alles mit Hilfe der US-Archive herausgefunden. Aufgrund der Nummer des Flugzeugs und des Motors. Das Fest des Friedens naht und Novaks Truppe ehrt die Toten. Ein Pilotengrab mitten in der Stadt erinnert an Novaks erfolgreichsten Fund. Zuerst hatte er nur ein Stück Flugzeugmotor ausgegraben, dann einen Kamm, eine Brille und ein Armbanduhr. Er kratzte den Dreck vom Motor und fand die Seriennummer. Novak schrieb nach Amerika und ein Militärarchiv stellte die Identität des Piloten fest. John Banks wurde am 17. April 1945 abgeschossen und sprang mit dem Fallschirm ab. Zornige Leute vom Dorf prügelten auf ihn mit Mistgabeln ein, bis ihn der Dorfpolizist in den Kopf schoss. So erfuhren 50 Jahre später Bruder und Schwester in Georgia, USA, endlich von Johns Tod. Aus Novak, dem Totengräber, ist ein Held geworden. Diese Gedenkstätte wurde allen Opfern des Krieges gewidmet. Heute wird sie eingeweiht. Weil Novak sich verdient gemacht hat, darf er jetzt mit Botschaftern und ausländischen Militärs in einer Reihe sitzen. Ich freue mich, weil unsere Arbeit schon mehrfach von den Amerikanern gewürdigt wurde. Das letzte Diplom wurde uns von US-Veteranen verliehen. Wer ist dieser Herr auf dem Bild? Das ist der Präsident der US-Veteranen und der wollte uns damit für den aufopferungsvollen Einsatz bei der Suche nach vermissten amerikanischen Piloten danken. Hätten Sie gern auf Seiten der Amerikaner im Golfkrieg gekämpft? Bei der Operation Wüstensturm hätte ich mitgemacht. Warum? Ich weiß nicht, aber ich wollte schon immer in die Fremdenlegion. Das war immer mein Traum. Ich glaube, jedermann, der Abenteuer liebt und einen romantischen Charakter hat, würde es versuchen. Ganz bestimmt. Ich würde auch heute noch als alter Hund mitziehen. Die Fremdenlegion hat mich immer fasziniert. Wenn ich also die Wahl zwischen dem Theater und der Legion gehabt hätte, wäre ich zu den Söldnern gegangen. Ich habe wohl eine gespaltene Persönlichkeit. Novak auf Mission. Ein befreundeter Fluglehrer spendiert ihm einen Flug. Eigentlich hat Karel Novak Angst vorm Fliegen. Vor unserer Kamera aber reißt er sich dann doch zusammen. Über den ehemaligen Hermann Göring Treibstoffwerken hatten sich vor 55 Jahren die Wolken zu einem Schlachtfeld verdichtet. Novak fahndet nach Kratern und hofft auf verborgene Schätze des Krieges. Unter dieser Erde liegen seit einem halben Jahrhundert vermisste Maschinen, aber auch mancher Pilot. 300 Kilometer weiter östlich, ein Kriegsmuseum in Mähren, unweit der Stadt Brno. Ein Club von Schlachtfeldarchäologen hat sich hier eine Art Erlebnispark gebaut. Im Clubraum herrscht Aufbruchsstimmung. Frühmorgens wollen sie losziehen. Wie besessen suchen diese Männer seit einem halben Jahr nach einem deutschen Jäger vom Typ Focke Wulf 190, der seit dem Sommer 44 in den Feldern liegen soll. Für den Abschuss gab es damals Zeugen, aber jeder Zeuge führte die Männer zu einer anderen Stelle. Novak soll nun helfen und der Novak will es den Kollegen zeigen. Heinz Krieg vermisst. Grotendieck vermisst.
Hauptmann Buchinger, vermisst, Schechneutronesmiesten. Die Namen der Vermissten stammen aus Wehrmachtsunterlagen, die sich die Gruppe beschafft hat. Am 25.08.1944 mittags, beim Anflug der amerikanischen Flugverbände, war das doch ein reiner Kamikaze-Einsatz. Die geschwächten Deutschen hatten ihren neuen Jägern befohlen, mehr als 200 amerikanische Flugzeuge anzugreifen. Aber was konnten die deutschen Piloten dieser Übermacht von Amis schon anhaben? Gar nichts. Hätten sie doch die armen Jungs unten gelassen. Aber nein, das deutsche Kommando schickt sie in den sicheren Tod. Ein verfluchtes Feld ist das. Ich selbst habe dort schon 8-mal besucht. Und Jirka David war sogar 16-mal dort. Es ist zum Verrücktwerden. Wir messen und der Detektor irrt und die Zeugen sich sicher auch. Aber dort war nichts zu finden. Die Zeugen erzählen, dass dort ein Krater war. Das Flugzeug muss darunter liegen, aber du findest nicht einmal ein Stückchen Blech in dem Feld. Wir haben in Slatinici so viel Zeit und Energie verschleudert. Wir sind schon tausende von Kilometern gelaufen und haben uns bei der Sucherei total aufgerieben. Großeinsatz. Ein letztes, ein 18. Mal gehen sie auf die Suche nach dem Flugzeug Gemaka. Novak versucht's. Die Männer beobachten den Schnüffler aus dem Erzgebirge skeptisch. Die Kameraden aus Novaks Mannschaft setzen auf ihren alten Spürhund. Knapp 2 Stunden später findet Karel Novak das erste Stückchen Metall der Focke Wulf. Er freut sich diebisch und die Kollegen staunen über seine Spürnase. Zeit ist Geld. Bagger und Lastwagen wurden eigens von der Armee gemietet. Die Hobbyarchäologen haben das Geld mühsam zusammengekratzt. Der Bann über dem verfluchten Feld scheint gebrochen. Sie finden immer mehr Splitter des zerschmetterten Flugzeugs. Die Erregung steigt. Schließlich, in fast 4 Metern Tiefe, stößt der Baggerzahn auf das Fahrwerk des Jägers, zerfetzte Treibstoffbehälter und Maschinengewehre. Mit dabei Walter Smekal, den ehemaligen Piloten der deutschen Luftwaffe, zieht es zu den Flugzeugwracks. Er flog damals eine Maschine gleichen Typs. Erinnerungen werden wach. Im vergangenen Jahr hat Novak im Flugzeugschrott auch die sterblichen Überreste eines Piloten gefunden. Walter Smekal hat fast geweint. Den Piloten aus seinem Geschwader hat er gekannt. Nimmt auch nur Mann. Und wissen Sie schon, ob das so eine Maschine ist, wie Sie hatten? Ja, aber das war eine andere Type gewesen. Das war ein Sturmjäger gewesen, ja. Das war ein Sturmjäger, der richtig gepanzert war, ja. Von unten gepanzert und den hat man gegen feindliche Tanks verwendet, ja. Am 25. August 1944 waren wir drüben im Schwimmbad. Da flogen große amerikanische Fliegerverbände über uns am Himmel. Plötzlich starteten vom deutschen Fliegerhorst hinter dem Dorf einige Flugzeuge und flogen ihnen entgegen. Diese deutschen Focke-Wulf-Abfangjäger stiegen auf, aber auf einmal sind 2 Amerikaner aus dem Verband ausgeschert und feuerten in ein deutsches Flugzeug. Es waren keine Maschinengewehre zu hören, sondern tiefe Schläge aus Bordkanonen. Da sind wir schon losgerannt, um zu schauen. Der deutsche Flieger raste in schwarzem Rauch über die Landstraße zurück zu unserem Kartoffelfeld, etwa dahin, wo die jetzt gerade die Reste und Splitter ausgraben. Wir Jungs waren damals 12 Jahre alt. Wir rannten dem stürzenden Flieger hinterher. Nach einiger Zeit kamen 2 Chefs der unweit gelegenen deutschen Pumpenfabrik.
Herr Luther und Herr Sacher. Und die brüllten uns zu, das ist ein amerikanisches Flugzeug. Aber in Wahrheit wussten wir, dass es eines von ihren Flugzeugen war. Americké letadlo, jako já, ale ono to bylo vlastně jejich vlastní, jako já. Nach ein paar Tagen haben sie die Trümmer vom Feld auf einen LKW geladen und zu ihrer Fabrik gebracht. Das war diese Focke Wulf 190. Die Deutschen haben nur die Teile fortgeschafft, die oben lagen. Der Motor hätte sich zu tief in die Erde gebohrt. Der Rest bleibt unter der Erde, sagten sie, und jagten uns fort. Haben die den Piloten gar nicht gesucht? Nein, die Deutschen, die hatten kein Interesse an den Menschen da unten. Die wollten den ganzen Vorfall schnell vertuschen. Schnell einen Sack her. Das sind Knochen. Holt eine Tasche oder Kiste für die Überreste des Piloten. Das ist ein Stück Flugzeug. Nein, warte. Das ist doch ein Knochen und nicht von der Maschine. Hier ist das Schlüsselbein. Das kann ich auch ohne Medizinstudium erkennen. Keiner hatte erwartet, die Überreste eines Menschen zu finden. Der Pilot dieser Maschine sollte doch irgendwo auf einem deutschen Soldatenfriedhof in Brno begraben sein. Ex-Pilot Smekal zeigt den Fund dem Pathologen. Das ist wie Zehe. Zehe? Nicht Finger, aber Zehe, ja. Ah, vom Fuß. Vom Fuß, ja. Ja, das ist Femur, no. Stenikost. Linke. Oberschenkel. Das ist hier zum Beispiel ein Stück des Oberschenkelknochens. Der Mann wurde mit seinem Flugzeug zerschmettert. Da blieben nur Splitter und Bruchstücke übrig. Dem Beckenknochen nach, der noch nicht einmal komplett ist, kann ich sagen, dass es sich um einen jungen Mann gehandelt hat. Nach seinen Zähnen und Kieferteilen war er etwa 20 Jahre alt. Plus minus 20 roky. Die blauen Säcke werden den Schlachtfeldarchäologen von der deutschen Kriegsgräberfürsorge auf Vorrat gestellt. Das hätte ein Freund von Ihnen sein können, es war auch ein deutscher Pilot. Ich will Ihnen sagen, ich war begeistert gewesen, dass wir den Ort überhaupt gefunden haben. Ja. Aber dann, wie ich mit dem Doktor, dem Pathologen, die Knochen zusammen gesehen, ich habe es nicht an mir merken lassen, aber es hat mir sehr leid getan. Jetzt nach so vielen Jahren Kriegsende ja, noch die Überreste eines ehemaligen deutschen Piloten zu finden. Ja. Das war für mich so, möchte ich sagen, ein bisschen rührend. Was denken Sie dabei? Ja, dass es mir auch so gehen konnte. Warum haben Sie denn mitgegraben? Ich will damit zeigen, dass ich tatsächlich um Entschuldigung bitte, dass ich einmal sozusagen als Mörder war und dass ich den Toten helfen kann. Müde, stolz und verwirrt. Unerwartet hat Novak einen Toten gefunden. Aber wessen sterbliche Überreste sind das? Die schwierige Suche nach der Identität beginnt. Der Fallschirm des Toten zeigt noch immer deutliche Blutspuren. Was sollen wir nun glauben? Welcher Pilot ist das? Wir haben ja mehrere Namen. Der ist nicht der Bude.
Strichen. Es bleibt nichts anderes übrig, als alle Funde zu reinigen. Das Wichtigste ist, denke ich, den genauen Typ und die Nummer des Flugzeuges zu bestimmen. Mit diesen Daten können wir wahrscheinlich den Piloten identifizieren. Ein Blick in die Pilotenliste des Geschwaders. Wilhelm Henning. Wilhelm Henning, einer der 8 Toten dieses Luftkampfes. Wir müssen den Fallschirm, den wir in sehr schlechtem Zustand gefunden haben, genauestens prüfen. Jeden Splitter werden wir waschen und bürsten, Stückchen für Stückchen. Ein Blech nach dem anderen werden wir prüfen, bis wir hundertprozentige Gewissheit haben. Das wird jetzt eine Arbeit für Detektive. Was ist damals passiert? Es gab Alarm und ein Schwarm von 6 deutschen Focke Wulf war gegen die gewaltige amerikanische Bomberflotte gestartet. Der Pilot war Stuka-Flieger und war hier zur Umschulung. Sag mal, aber warum haben wir die Erkennungsmarke des Piloten nicht gefunden? Die war aus Zink oder Alu und ist bestimmt bei den Explosionen nach dem Aufprall im Boden geschmolzen. Schau mal hier, der Papierkram aus den Archiven. Interessant ist, dass der Pilot am gleichen Tag Geburtstag hatte, wie ich auch. Vielleicht nützt es, wenn wir mal dem deutschen Bürgermeister im Geburtsort Bernburg schreiben, ob dort noch jemand mit dem Namen Hennig lebt. Das ist ja toll. Mit dem Spielzeug können wir ja durchprobieren, wie das damals mit dem Piloten passieren konnte. Von dem Piloten wussten wir praktisch nichts. Wir haben nur vermutet, dass es sich um Hennig handelt. Jetzt ist es uns gelungen, die sterblichen Überreste als die des obergefreiten Wilhelm Hennig wirklich zu identifizieren. Er wurde 1919 in Bernburg geboren und war zur Umschulung auf diesen Flugzeugtyp zu dem Schlachtgeschwader 152 gekommen. Rekonstruktion der Luftschlacht im Computerspiel. Auch das gehört zu Novaks Kriegsarsenal. Ein Spiel mit den letzten Augenblicken im Leben des Piloten Wilhelm Hennig. Aber Novak hat dabei ein gutes Gewissen. Denn sein Hobby ermöglicht bislang unbekannten Kriegstoten einen Namen zu geben. Man hat Wilhelm Hennig angeblich auf dem Soldatenfriedhof in Brno beerdigt, so die Wehrmachtsunterlagen. Novak und Smekal finden das Grab nicht. Ein Scheinbegräbnis, nur damit die Verwandten an eine ehrenhafte Bestattung glauben konnten. Sie hatten monatelang nach Angehörigen des Toten gesucht und fanden schließlich im fernen Dortmund eine Nichte. Sie konnte sich an ihren Onkel gut erinnern. Empfangen wollte sie die Schlachtfeldarchäologen aber nicht. So bleibt Novak und seinen Kameraden diese Anerkennung verwehrt.